Hey Leute, nehmt eure Kekse aus der Dose, denn Flauschi ist wieder da. Hallo. Und heute haben wir auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel vor. Wie ihr seht, bin ich wieder da, denn ich möchte Candy nie wieder meinen Account geben. Der hat ja so viel Unsinn gebaut. Ihr habt zwar alle gefeiert, aber ich muss heute mal wieder effektiv meine 1,5 Stunden hier auf der YouTuber-Insel nutzen. Und deswegen werden wir uns heute darum kümmern, dass wir erstmal ein paar Sachen erledigen. Und ich sehe, wir haben immer noch diesen Zombie-Skin, den muss ich jetzt erstmal ändern, denn wir werden jetzt einmal wieder die normale Flauschi. Ja, so, da bin ich wieder, Leute. Dann können wir jetzt direkt anfangen, denn ich hatte ja gestern Candy Aufgaben geschrieben, die jetzt weg sind. Egal, dann machen wir es ohne die. Aber ich würde sagen, zuerst kümmern wir uns hier einmal um unsere Türe. Ist hier jemand anderes online? Moment, ich muss mal gucken. Candy hat hier meine Einstellungen umgestellt. So, jetzt, wir sind alleine, Leute. Deswegen können wir hier ganz entspannt heute mal ein bisschen was erledigen. Wir brauchen ja einmal kurz unser Futter für unsere Tiere. Ich glaube, 19 Körner. Doch, das müsste reichen. Denn wir kümmern uns als allererstes hier einmal um unsere Schafe. Die vermehren wir einmal. Die sind super, super wichtig. Und da brauchen wir nachher auch einmal 2 Stück. Denn wir sollen in der Burg eine neue Schafsfarm bauen. Dann füttern wir erstmal unsere Hühner noch. Ey, nicht so viele rauslaufen. Hier, ihr kriegt jetzt Essen. Die draußen kriegen nichts mehr. Und dann füttern wir auch direkt noch unsere Kühe, denn die Kühe brauchen wir nachher auch noch. So, Eier werfen. Ich denke, das war's. Jetzt erwartet, die Kühe fehlen noch. Und die Hühner draußen müssen wir einmal noch erledigen. Adios, amigos. Du kannst dich nicht verstecken hier. So, jetzt noch die Kühe. Die eine, die gerade rausgelaufen ist, die können wir einfach nachher benutzen. Aber so, hier ist jetzt einmal alles gefüttert. Ich möchte hier raus, bitte. So, okay, dann das letzte ist noch die Schafe zu scheren. Und dann können wir weitermachen mit unseren Aufgaben. So, das erste, was wir machen müssen, ist einmal hier zu gucken. Ich habe nämlich vorhin mein Haus hier wieder repariert, weil das hat Candy ja kaputt gemacht, hat den Creeper explodieren lassen. Und dann haben wir noch 3 weitere Aufgaben. Schafs- und Kuhfarm, Leute, müssen wir zum einen bauen. Und dann müssen wir unseren Turm bei der Crimex-Burg hier unten noch fertig bauen. Denn da sind wir noch nicht besonders weit. Ich würde sagen, wir machen als erstes unseren Turm und dann bauen wir die 2 Farmen fertig, Leute. Deswegen schnappen wir uns jetzt hier einmal ein paar Steinchen. Die haben wir hier extra gebraten. Und ein bisschen Holz brauchen wir auch noch. Und dann nehmen wir das alles einmal und gehen direkt einmal rüber und bauen das Ganze fertig. Da fehlt noch ein bisschen eine 2. Etage auf jeden Fall. Und dann auch noch ein Dach oben drauf. So, hier mache ich jetzt erstmal eine Tür rein. So, die wird hier sein. Und dann machen wir hier einmal den Boden fertig. Hier kommt eine Leiter hin, den Rest füllen wir dann hier aus. Hat sogar perfekt gepasst. Ich muss nur ein paar Sticks holen. Moment. Nochmal einmal nach oben und dann können wir anfangen, den Turm fertig zu bauen. So, die Leiter ist da und jetzt können wir das Ganze hier einmal weiterbauen, denn hier müssen noch 2 nach oben. Dafür brauche ich ein paar mehr Blöcke. So, das scheint aber ganz gut zu klappen. Wir kommen hier eigentlich richtig gut voran bei dem Turm. Wir konnten es nur das letzte Mal nicht ganz fertig bauen. Jetzt muss ich gucken, wie ich das unten gemacht habe. Eine Reihe müssen wir noch komplett durchziehen oben. Und dann kommt da nur noch eine Holzreihe drauf und ich denke, dann sind wir fertig, Leute. Ich mache das jetzt so am besten. Das geht, glaube ich, ein bisschen besser, wenn ich das von oben mache. Für die Holzreihe müsste ich aber noch ein bisschen Holz farmen, denn ich habe nur 6 von den Logs dabei. Denn hier oben muss jetzt einmal eine Holzreihe oben drauf, so wie unten auch schon. Und dann kommt das Dach oben drauf. So, immer hier schöne Holz farmen, Leute. Und ich würde sagen, wir legen uns jetzt einmal kurz schlafen, denn es wird gerade Nacht und ich möchte nicht... Oh, die Kuh ist sogar nach hier oben gelaufen. Ich möchte nicht in der Nacht hier bauen, deswegen legen wir uns einmal hin. Und es ist gerade sogar noch Lukas gejoint. Sehr, sehr cool. Mit unserem frisch gefarmten Holz gehen wir jetzt direkt zu unserem Turm. Der Turm sieht echt gut aus. Der hat auch echt eine gute Größe, Leute. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr es findet, dass ich hier Prinzessin werde oder bin oder was auch immer. Ich weiß es selbst nicht so genau. Ich habe jetzt auf jeden Fall gerade mein Prinzessinnenkostüm nicht an, aber damit möchte ich ja auch nicht bauen. So, hier die Holzzeile einmal vervollständigen und dann kommt hier oben drauf das Dach. Da habe ich mir noch gar nicht überlegt, was wir da so genau machen. Das muss ich jetzt einmal kurz ausprobieren. Ich werde euch einfach Bescheid geben, sobald das Dach fertig ist. Das wird jetzt nämlich nicht so interessant. So Leute, ich habe das Dach jetzt fertig. Ich zeige es euch erstmal noch nicht, aber ich muss mir einmal eine neue Axt machen, denn die ist gerade kaputt gegangen und dann werden wir noch ein bisschen was überarbeiten, so von Details her am Dach. Und dann werde ich es euch zeigen, wenn es fertig ist.
Moment, erst eine neue Achse, Moment, das darf ich nicht zeigen. Kurz alles fertig machen und dann werde ich euch das fertige Endergebnis präsentieren. So, das Dach ist jetzt mittlerweile fertig. Jetzt brauche ich einmal kurz mein Essen hier. Und jetzt, ich wollte was besorgen, aber ich habe vergessen. 8 Glasscheiben wollte ich holen. So, hier habe ich noch ein paar. Ich hoffe, die reichen. Dann würde ich sagen, wir ziehen einmal unsere Rüstung erstmal wieder an. Und dann gehen wir wieder rüber zur Burg. Ich muss auf jeden Fall die Tage noch rausfinden, wer mein Zaubertisch abgebaut habe. Aber jetzt seht ihr hier erstmal das Dach vom Turm. Das habe ich einfach so ein bisschen gefreestylt. Da oben kommen jetzt noch Zäune drauf. Die habe ich schon mit dabei. Das werden wir jetzt noch einmal kurz erledigen. Und dann kümmern wir uns um unsere restlichen Aufgaben, die wir haben. So, einmal hier die Glasscheiben rein. Und dann können wir gleich kurz oben das Dach komplett fertig machen. Oh, die Glasscheiben reichen nicht. Da muss ich auf jeden Fall die Tage nochmal neue besorgen. Aber jetzt gehen wir erstmal nach oben. Ich gehe am besten von außen nach oben. So, hier kann man auch so draufklettern. Oh, hier nicht. Oh, warte, ich baue hier einfach kurz einen Block ab. Den baue ich jetzt direkt wieder hin. Und jetzt kommen hier oben drauf noch ein paar Zäune. So, 8 Stück insgesamt. Und so sollte das Ganze passen. Jetzt müssen wir hier uns nur noch einmal wieder runterbauen, dass das hier alles so auch dann wieder passt und schön aussieht. Und dann können wir uns um unsere nächste Aufgabe kümmern. Let's go. Wir gucken es uns auch mal einmal kurz von außen an, damit wir wissen, ob das gut aussieht mit den Zäunen oben drauf. So, ja, geht schon, passt auf jeden Fall. Glasscheiben und so mache ich dann später, aber jetzt muss ich mich einmal erst um die wichtigen Sachen kümmern. Und zwar steht jetzt eine Kuh und eine Schafsfarm an. Denn durch Banner und sowas brauchen wir sehr, sehr viel Wolle. Warum sind die... Alter, was ist das denn? Hier ist einfach eine Falle, oha! Hier ist eine Druckplatte, da drehe ich mal lieber nicht drauf. Aber durch Banner und so, da brauchen wir immer sehr, sehr viel Wolle. Und Leder für Verzauberungstische und Bücher sind auch immer sehr praktisch. Mir wurde gesagt, dass ich mich hier hinten reingraben soll. Aber hier soll doch ein Zaubertisch hin. Warum soll ich mich hier dann reingraben? Ich muss dann einen anderen Platz wohl suchen. Ich gucke einmal, wo ich hier irgendwo lang kann. So Leute, ich habe beschlossen, diese 3 Kisten sind leer. Dann werden wir das hier einmal abbauen. Denn dann können wir uns einfach dahinter graben und hier quasi einen neuen Gang machen. Und hier werden wir jetzt erstmal ein großes Loch aushöhlen. Ich denke, dass wir gleich eine neue Spitzhacke brauchen werden. Aber das ist nicht so schlimm. Ich werde jetzt erstmal ein großes Loch ausbuddeln. So Leute, das Loch ist ausgegraben. Ich habe hier sogar schon Zäune hingemacht. Und hier sorge ich dafür, dass sich Gras hierher ausbreitet. Aber ich würde sagen, dass wir die ersten Tierchen schon mal holen und die ersten... Als erstes werde ich Kühe holen, denke ich mal. Deswegen werde ich hier einmal direkt durchlaufen und Kühe herholen. Ich glaube sogar, dass ich Max gerade hier irgendwo gesehen oder gehört habe. Deswegen vielleicht zeigen wir denen das gleich noch, wenn wir fertig sind. Aber zuallererst müssen wir einmal die Tierchen runterholen. Vielleicht hole ich auch direkt alle auf einmal, weil Kühe und Schafe hören ja beide auf Weizen. Vielleicht mache ich das Ganze aber auch mit Leinen. Ich glaube, mit Leinen ist das Ganze ein bisschen kontrollierter. Oh, pff, die eine Kuh stand direkt vor mir. Deswegen nehmen wir die jetzt einmal direkt mit. Hallo? Was machst du denn hier, Max? Ich wollte mir ein paar Kühe ausleihen. Ich baue gerade die Farm drüben. Alles gut. Okay, super. Ich habe die auch vermehrt wieder. Okay, sehr gut. Danke. Okay, Leute, dann passt das aber. So, Kuh, komm einmal mit. Deswegen bauen wir jetzt direkt einmal die Farm drüben. Und dann legen wir direkt los. So, Leute, hier Stani und Max haben gerade irgendwie ein bisschen Stress. Aber wir sind hier mit unserer Kuh angekommen. Und deswegen werden wir die erste Kuh hier direkt einmal reinmachen. Und dann gehen wir die nächste Kuh holen und dann können wir die hier drin auch schon vermehren. So Leute, ich habe jetzt direkt 2 Kühe an die Leine genommen, eine kleine und eine große. Deswegen nehmen wir die jetzt direkt einmal mit und die bringen wir auch einmal nach drüben. So, und die nächsten sind hier angekommen. Keine Angst, Leute, ihr werdet demnächst hier schönes Gras haben, was ihr fressen könnt. Aber jetzt gerade geht das leider noch nicht. Sorry, Leute. So, und jetzt kümmern wir uns um die Schafe. Da müssen wir gucken, dass wir kein Baby mitnehmen, weil das könnte sonst hier abhauen. Aber wir müssen ja leider noch warten, bis das Gras sich verbreitet. Deswegen können wir gerade nur große Schafe mitnehmen. Und die dürfen wir auch noch nicht vermehren. Leute, hier steht jetzt gerade noch so eine traurige, einsame Kuh hier rum. Deswegen werde ich die jetzt doch auch noch einmal mitnehmen. Komm, ich bring dich zurück zu deiner Familie. Und dann holen wir erst die Schafe.
denn da muss ich eh noch warten, bis das Gras sich verbreitet hat. Und während ich warte, gleich bis das Gras sich verbreitet hat, werde ich einmal meinen Turm einrichten gleich, denn das habe ich noch ganz vergessen, Leute. Was für verändert, Junge? Junge, wir warten mal! Ja. Boah, was geht denn hier? Bis du meinen Hund geklaut hast. Was? Dein Hund geklaut? Was, Stani? Hat Max seinen Hund geklaut? Oh Mann, ich hoffe, Max findet Mr. Berger bald wieder. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um. Wie nennen wir dich? Wir nennen dich Mu. Komm, Mu. Wir gehen zu den anderen. So, Mu. Hier ist deine Familie. Komm hier rein. Hier, deine Familie, Mu. Hier kannst du zu Hause sein. So, ich wollte dich nicht anbinden. Sehr gut. Dann haben wir das schon mal erledigt. Die können wir auch direkt schon einmal vermehren. Und bis wir warten, also wir müssen jetzt hier warten, bis sich das Gras verbreitet. Und solange würde ich sagen, richten wir einmal meinen Prinzessinnenturm ein. Und dafür muss ich einmal hier zu Candy, denn hier ist mein Zimmer. Das hatte mir Candy eingerichtet. Aber diese Sachen werde ich jetzt einmal drüben in meinem Turm benutzen, damit ich mich dort wohlfühlen kann. Warte mal, Candy hat hier den Raum zu seiner geheimen Kiste offen gelassen, aber ist leider nichts drin. Können wir hier noch was mitnehmen, was bei Candy ist? Vielleicht so ein Schild? Das könnte ganz cool sein. Und dann fangen wir mal an, das Ganze einzurichten. Und ich sehe gerade, das hier müssen wir auch immer noch reparieren. Das habe ich nämlich hier aufgemacht, aus Versehen. Das kann ich jetzt direkt sogar machen. Ich schnapp mir jetzt einmal hier die ganzen Steine und platziere die hier einmal ganz entspannt. Dann sieht das nämlich hier auch wieder schön aus. Und keiner kann hier in die Burg irgendwie eindringen. Hier oben machen wir mal so. Sieht das wenigstens ein bisschen schön aus. Und jetzt machen wir uns hier einmal an unser Turm. Hier können wir gleich erst wieder eine Tür reinmachen, obwohl ich was lasse jetzt einfach mal drin. Aber ich musste die gerade wegmachen, weil die Kuh ein bisschen zu dick war. Und die hat nicht durch die Tür gepasst. Aber wir machen erstmal hier nach oben. Oh, hier fehlen ja auch noch die Fensterscheiben, habe ich ganz vergessen. Hier ein paar Betten hin. Da kommt dann noch ein zweites gleich. Dann machen wir hier noch ein kleines Tischchen hin. Habe ich eine Stufe dabei? Ne, dann machen wir einmal so. Und hier einfach nur einen Stuhl davor. Hm, was können wir denn noch machen? Hier unten auch noch so ein kleines Tischchen. Oh, so. Und hier machen wir dann gleich noch ein bisschen Grünzeug. Das hole ich einmal von drüben gleich. Dann hier einen Ofen. Und noch eine Kiste. Hier auch noch eine Kiste hin. Und jetzt organisieren wir noch ein paar Dekosachen aus meinem Haus. Ich freue mich sehr, dass ich meinen eigenen Prinzessin-Tower habe. Ich zeige dann gleich Max meinen eingerichteten Tower und vielleicht noch die Kuhfarmen und sowas. So, ich habe hier nämlich ein bisschen Ton. Davon können wir Blumentöpfe machen. Da habe ich Blumen dafür mitgebracht. Dann haben wir hier auch noch, Moment, das habe ich gerade noch in mein Inventar gepackt. Genau, wir machen noch ein neues Bett. Und zwar müssen wir dafür natürlich 3 Wolle und 3-mal Holz. Das ist sogar egal, welches Holz. Und ich glaube, dann haben wir soweit alles. Ein bisschen Sand brauchen wir dann noch. Da gucken wir mal, ob Candy oder Max noch was haben. Ich guck mal einmal kurz bei Candy unten in seiner Kiste und guck, ob er da noch Sand hat. Weil ich möchte nicht so weit laufen, Leute. So, wir gucken hier einmal. Ja, er hat tatsächlich noch ein bisschen Sand. Aber auf jeden Fall nicht so viel. Das werde ich jetzt hier einmal kurz braten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich meinen Turm fertig einrichte. So, das Glas ist jetzt fertig gebraten. Dann machen wir da draus einmal ein paar Scheiben. Und die werden wir jetzt einmal drüben noch benutzen, um meinen Turm komplett fertig zu machen. Den müssen wir dann auch noch fertig einrichten. Und dann haben wir sogar fast schon alles für heute geschafft. Wir haben noch ein, zwei kleine Aufgaben. Aber die sind einfach zu bewältigen. Jetzt müssen wir auch erstmal noch ein paar Fackeln aufhängen. Dann werden wir hier erstmal einen Blumentopf aufstellen mit einer Blume natürlich drin. Dann habe ich hier so ein bisschen Grünzeug mitgenommen. Das wird hier verteilt. Dann gehen wir mal in das zweite Stockwerk. Hier kommt natürlich auch ein Blumentopf erstmal an die Wand hier. Dann noch Fackeln. Da habe ich jetzt gerade nur 3 Stück noch dabei. Dann das zweite Bett natürlich. Hier mache ich auch direkt einmal meinen Respawn-Punkt. Und jetzt füllen wir noch die restlichen Fensterscheiben hier auf. Damit ist unser Turm für heute jetzt erstmal fertig. Ich finde, der ist richtig, richtig schön geworden. Wir werden jetzt noch hier von außen ein Schild befestigen. Und zwar, wo machen wir das hin? Ich mache das hier hin. Flauschis. Flauschis Prinzessinnenturm. Das werde ich jetzt gleich noch pink einfärben und leuchtend machen. Und dann haben wir das fertig. Aber jetzt gehen wir direkt einmal gucken, ob sich das Gras schon fertig verbreitet hat. Denn das ist auch noch heute unsere Hauptaufgabe. So, einmal hier gucken. Fast, Leute. Deswegen würde ich mich jetzt erstmal auf den Weg machen, dass wir einmal kurz die Leuchtfarbe und sowas holen. Und dann gehen wir nochmal zum Haus und sammeln die restlichen Schafe ein. Leute, ich wollte übrigens nochmal was zu meiner Erkältung bzw. zu meiner Stimme sagen. Gestern war es echt richtig, richtig schlimm. Also da konnte ich kaum reden. Ich habe auch den ganzen Tag
kaum geredet, weil es einfach so weh tat in meinem Hals. Aber genau deswegen ist es heute auch schon wieder ein bisschen besser geworden. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Nichtsdestotrotz muss ich meine Stimme trotzdem noch ein bisschen schonen. Und deswegen muss ich schauen, ob am Wochenende die Streams stattfinden können. Aber ich versuche natürlich alles für euch, dass das klappt. Und auch mit dem Song am Wochenende müssen wir echt gucken. Aber ich tue alles dafür, dass am Wochenende trotzdem ein Song für euch rauskommt, Leute. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt aufs Wochenende. Die Streams werden auf jeden Fall krass und der Song, der kommt, wird auch krass. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um unsere Farbe. Ich habe keine Leuchtfarbe mehr, aber ich habe gesehen, dass Max hier irgendwo welche hatte. Deswegen bedienen wir uns da erstmal kurz dran. Hier ist nämlich welche. So, die nehmen wir uns einmal. Ist, denke ich mal, nicht so schlimm, denn wir bauen hier gerade so eine Kuhfarm. Okay, ich kann hier vorne also die Wand zumachen. Da ist das Gras jetzt komplett verbreitet. Aber ich habe mitbekommen, dass zurzeit auf jeden Fall sehr, sehr viele erkältet sind oder krank sind. Ich frage mich, woher das kommt. Aber ich wünsche auf jeden Fall allen, die krank sind, eine wunderschöne, gute Besserung. Und kuriert euch aus, übertreibt es nicht. Legt euch ins Bett, macht euch einen Tee. Das mache ich jetzt gleich nach der Aufnahme auch wieder. Aber jetzt muss ich dort erstmal die Wand zumachen und dann kann ich Schafe holen. Und dann ist meine Aufgabe für heute erledigt. So, hier einmal die Wand zumachen und jetzt kann ich hier Schafe reinholen. Max ist jetzt leider nicht mehr da, dem kann ich das also nicht mehr zeigen. Aber das ist nicht so schlimm, dann machen wir das einfach morgen. Ich gehe jetzt zu Hause gleich erstmal schlafen und dann laufen wir mit Schafen rüber, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht so schlau ist, im Dunkeln mit Tieren rumzulaufen. Denn weil dann will ich die Monster schlagen und dann schlage ich aus Versehen das Tier und dann hat es gar nichts gebracht und das Tier ist erledigt. Deswegen machen wir erstmal ein kleines Nickerchen, bevor wir die Schafe nach drüben bringen. Ich habe jetzt übrigens noch 17 Minuten, das sollte aber locker reichen, dafür, dass wir nur noch Schafe nach drüben bringen müssen. Deswegen, hallo ihr Schäfchen, hey, meine Schere ist an, ich habe meine Schere noch. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich nehme mir einmal zwei Schafe an die Leine und versuche die hier irgendwie rauszukriegen. So, das erste ist draußen. So, das zweite auch. Okay, sehr, sehr gut. Das hat auf jeden Fall super geklappt. Jetzt werde ich die einmal kurz scheren und dann können wir die mitnehmen. Habe ich Weizen dabei? Ja, dann können wir die drüben auch direkt im Gehege vermehren. Denn wir wollen ja eine große Farm haben. Und deswegen gehen wir jetzt einmal direkt nach drüben. Hier können wir dann, oh, hier könnten wir auch noch kurz ein bisschen Weizen abfarmen. So, und dann gehen wir jetzt mit den Schafen direkt einmal nach drüben. Hey, du anderes Schaf, komm mit. Ich brauch dich doch. Sehr gut. Und dann gehen wir jetzt einmal nach drüben. Ich muss jetzt wahrscheinlich die Tür hier wieder abbauen, weil die Schafe ein bisschen zu dick sind sonst. So, einmal hier durch. Ich mache die Tür direkt auch wieder hin. Moment, ihr bleibt hier drinnen. So, Tür ist wieder eingebaut. Und dann geht's jetzt weiter ins Gehege, Leute. Seid ihr gespannt auf euer neues Gehege? Warte, ich habe die Leine fallen lassen. So, Leute, let's go ins neue Gehege. Kommt mit. Wir haben heute auf jeden Fall richtig, richtig viel geschafft. Denn wir haben hier so ein ganzes Gehege gebaut für die neuen Tiere. Ich glaube, dass König Max sich da auch auf jeden Fall drüber freuen wird. So, ihr Schafe, ihr müsst jetzt erstmal hier rein. Dann leine ich euch ab und dann fütter ich euch direkt auch einmal. Keine Sorge, bald könnt ihr Gras essen. Es wird sich... Ah nein, warte, wenn die Schafe jetzt hier Gras essen, dann vermehrt sich das ja gar nicht mehr. Ich muss hier irgendwie... Ich muss hier einmal Türen drumherum machen oder so. So, und hier jetzt erstmal so ein Block. Oh je je, damit sich das hoffentlich trotzdem... Ich hoffe, das verbreitet sich trotzdem. Och Mann, ey, ich muss jetzt erstmal ein bisschen aufpassen, Leute. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Denn ich bin auf dem Weg zu den 100.000 Abonnenten. Bald kriege ich einen Play-Button, Leute. Da kriegt ihr dann auf jeden Fall sehr viele Shorts zu sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, also ein Like und ein Abo da lassen. Checkt mich auch auf Instagram und auf TikTok aus. Da heiße ich flauschi-yt. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Leute. Ciao. Tschüss.